Ja, schönen guten Tag, da sind wir wieder bei Gideas und Andreas. Und, ja, wenn euch jetzt denkt, Mensch, der ganze Scheiß mit dem Einsammeln, das ist nicht für mich. Na, da hab ich was für euch. Missionchen. Meine Frau sagt zu mir, Mensch, Dieter, geh doch mal arbeiten. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, kannst ja mal was machen. Und fährst einfach ein bisschen LKW. Bist ja früher in deinem Leben Rennen gefahren und nun können wir auch LKW fahren. Guck mal, Trucking, sagt er. Chef, was hast du denn für mich? Die Ware muss schnell geliefert werden. Red County, East San Andreas. Da muss ich erstmal auf die Karte gucken. Wo haben wir das denn? Wo könnte das sein? East San Andreas. Da hinten. Naja, das krieg ich auch ohne Navi hin, ne? Das können wir schnell machen. Einfach hier flupp raus. Immer schwupp über der Brücke und dann haben wir das. Oh, bis 21 Uhr müssen wir da hingekommen sein. Da haben wir nur 2 Stunden Zeit. Oh, das könnte knapp werden. Die Maschine zieht auch nicht. Will sie nicht, weißt du? Was nächstes ist nicht, sag ich immer. Was soll man machen? Richtig, nichts. Da kann man nicht machen. Gucken. Eigentlich müssen wir jetzt ordentlich fahren, ne? Aber, ne, ich meine, wenn die anderen nicht ordentlich fahren, die müssen ja so einen guten LKW auch Platz machen. Die kriege ich doch mit, dass ich irgendwie Zeitdruck habe, ne? Ne, die bleiben stehen. Die haben die Ruhe weg, die Schweine. Oh, jetzt ist es nur noch Stunde 20 Minuten. Mensch, was soll man hier denn machen? Also, weißt du, die Margret, die hat gesagt, mach mal deine Jobs und vielleicht wirst du dann selber Eigentümer von so einem LKW-Laden. Und genau das hoffe ich, ey. Kann mir hören, 8 Jobs muss ich hier machen für den Chef. Mal gucken. Es ist der erste. Den müssen wir jetzt auch erfolgreich abschließen, wisst ihr? Oh, schön rückwärts einparken, dafür ist Zeit. Weißt du, für Zeit? Ja, wenn ich mich nicht so dämlich anstellen würde, dann wäre dafür was Zeit. Ja, so ist schön. Ja. $1000, du hast deine erste Trucker-Mission erfüllt. Du kannst jederzeit zum Depot fahren und weitere holen. Oh, das tut niemand Fahrrad, wa? Meine Frau sagt immer, Dieter, du bist eh viel zu fett, fahr mal hier Fahrrad. Dafür bin ich jetzt da, ne? Machen wir einfach ein bisschen eine kleine Spritzstunde mit dem Fahrrad. Natürlich nicht so schnell. Ich möchte ja nicht, dass ich schwitze. Nachher stinkt das in der ganzen Kabine. Und wenn ich dann mit den Kunden reden muss, kann ich ja nicht schwitzen. Oh, das Leben, ey. Guck dir das an. Die Bäume links und die Bäume rechts. Sind wir hier im Wald oder was? Boah. Weißt du, eigentlich könnte ich den Trucker auch mitnehmen. Das wäre für einfacher. Dass der Chef sagt, Mensch, den Anhänger musst du abliefern, aber den Truck kannst du behalten. Du kommst mit dem einfach wieder zurück und nimmst den nächsten Anhänger mit. Aber so einfach ist das leider nicht. Weil ist ja nicht das echte Leben. Also klar, mein Leben ist schon echt. Aber ihr wisst schon, was ich... Oh, jetzt rammt der mich. Was soll denn bitte? Das könnte natürlich sein, dass euch das Ganze hier auf den Sack geht. Das hoffe ich natürlich nicht. Oh, bin ich hingefallen. Na, aber wenigstens bin ich jetzt wieder auf der Firma, weißt du? Da gehen wir da wieder hin. Schön gemütlich. Trucking. Was hast du denn, Chef? Was hast du denn? Die Ware muss unbeschädigt geliefert werden. Montgomery, East San Andreas. Da müssen wir auch gleich mal gucken. Natürlich darf nichts beschädigt werden. Das ist ja eigentlich so ein Markenzeichen von mir, dass ich meine Ware immer frisch zurecht liefere, ohne dass da was kaputt geht. Oh, wo ist denn das hier? Wo ist der? Da hinten ist das. Oh, dann nehmen wir die gleiche Strecke wieder. Und fahren wir einfach links lang, wa? Das dürfte klappen. So. Müssen wir erstmal hier rausfahren. Schöne Runde nehmen. Dann wollen wir gleich ein bisschen schwul aus einem Berg besser hochkommen. Man wird ja jedes Mal besser, würde ich immer sagen. Jedes Mal besser. So. Wieder hier über den Asphalt. Über das Grün, meine ich. Asphalt. Ich geb dir gleich mal Asphalt. So, und jetzt ändern wir mal die Strecke, Leute. Dann müssen wir hier lang. Oh. Und wir müssen aufpassen, wir wollen ja keinen Schaden nehmen, ne? Auch richtig schön ordentlich fahren. Nach den Straßengesetzen, sag ich immer. Nach den Straßengesetzen. Aber ihr kennt ja das Gesetz der Straße, das hat immer was damit zu tun mit der Stärkere gibt nach und so, wisst ihr? Wisst ihr? Oh, nicht ausschwenken, mein Junge. Nicht ausschwenken. Du musst die doch ganz dahin bringen, weißt du? Das sind $1500. Damit kann Margret und Ecke mir, was weiß ich, einen Pool kaufen. So eine kleine schöne Wanne, wo man so ein Baby ranpackt. Ja, das wäre gut. Da könnte man dann seine Stiegengefüße drin baden. Und vielleicht so kleine Fische ranpacken. Die dann so die ekligen Schuppen von den Füßen fressen. Ja, das wäre gut. Das wäre gut. Ich muss den mal überholen, Kollege. Ich hub auch. Keine Sorge. Boah, ey. Schon wieder jetzt Bäume hier. Weißt du, meine Frau sagt, Mensch, Manni, was machst du denn hier? Warum fährst du denn jetzt eigentlich Truck? Das kannst du doch ja nicht, sagt sie. Und weil sie sagte, oh, das kannst du ja nicht, dachte ich mir, das beweist du der Alten, dass du das doch kannst. Und so bin ich hier gelandet, wisst ihr? Oh, da sind wir auch schon gleich da. Jetzt sind wir hier links, sagt das Navi. Oder meine Gespür. Weiß ich gar nicht, ob ich ein Navi habe. Eigentlich habe ich gar kein Navi an. Oh, guck dir das an hier. Oh. Schön, zweite Trucker-Mission erledigt. So. Ach, guck dir das an. Da steht ja mein Auto. Du Gesicht hier. Willst du hier mein Auto klauen oder was? Nee. Das hol ich mir mal wieder. Das Auto haben die Margret und Ecker uns selber gekauft. Und zwar, wisst ihr wie? Von der Margret, ja. Den ihr Vater, der ist ja abgenippelt. Und der hatte Geld. Und der hatte eine ganze Menge Geld. Aber davon haben wir nichts abbekommen. Aber sein Auto, wisst ihr? Sein Auto, das hat er uns gegeben. Und da dachten wir uns, na dann nehmen wir das Auto. Also haben wir das ja nicht gekauft, wir haben geschenkt gekriegt. Obwohl, geschenkt gekriegt kann man ja nicht sagen. Ich muss ja, also darf ich ehrlich zu euch sein? Naja, also eigentlich habe ich es mir einfach genommen, wa? Das stand da. Das wollt keiner. Und bevor das hier irgendwie für 2,50 Mark weggeht, nimmst du das lieber. Oh, ich weiß nicht mal, was eine Mark ist. Ich komme ja aus Amerika. Oh. Mensch, ey, da werde ich gleich mal die Versicherung aufrufen. Das sollte ich denn aufrufen? Anrufen wäre viel besser. Wisst ihr, Leute, die totale Stimme so zu reden. Ich hoffe, ich kann danach noch eine Folge aufnehmen. Nicht, dass ich dann heiser bin. So. Das ist echt anstrengend, Leute. Und die Tragmission, die können wir jetzt auch alle machen, wisst ihr? Denn man kann ja bloß einen Teil machen, wenn man bloß die zweite Insel freigeschalten hat. Und da wir jetzt aber schon die dritte da haben, ja, dann können wir sie alle 8 machen. Ist das nicht gut? Aber ich glaube, das ist sowieso bloß 2 Missionen oder so. Also 2 Aufträge vom Chef, die wir hier auf der dritten Insel machen müssen, in Las Venturas. Ich weiß doch ja nicht, warum ich so einen Lift will. Oh, von der Straße abbekommen. Chef! Ich brauche einen Tag frei, ich hatte einen Autounfall. Oh nö, jetzt geht mein Auto wirklich kaputt. Oh, hier war weg. Schön gemütlich, wir können ja nicht schneller. Wir sind ein bisschen fett geworden. Guckt euch das an, wir haben Fettwerte ohne Ende. Oh, das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend. Na los, mach schon. Ja, da kriegst du schon den Trucking. Illegale Ware, Lieferadresse El Corona, Los Santos. So, da können wir auch mal gucken, wo das ist. Oh, Los Santos ist da. Wo kommen wir denn da am besten hin? Am besten hier einfach hier runter und dann am Strand. Und dann ja, müssen wir uns hier was überlegen. Ja. Ja, werden wir gucken, ihr werdet sehen, wenn wir jetzt hier runterfahren, kommt gleich die Polizei. Das war klar, die Bullen. Ja, die Bullen sagen, oh nee, den Job, den darfst du nicht machen. Du bist zwar ein guter Truckfahrer, aber, nee, den Anhänger, den wollen wir gerne haben, ne? Steht doch drauf da auf unserem Anhänger, Long Vehicle. Das heißt, dass wir einen langen Anhänger haben. Das sagt die Margret von mir auch immer. Mensch, Manni, du hast einen langen Anhänger. Ja, muss ich immer sagen, aber hast du recht, wa? Steht halt vor der Tür, das Ding. Oh Mensch, ihr Polizisten. Könnt ihr woanders hingehen, weißt du? Ich bin ja bloß Truckfahrer. Oh, immer sitzen hinter mir hinterher. Die Schweine, die. Oh, davon lasse ich mich ja nicht beunruhigen. Das ist mir das Falsche. Die wollen dich immer weghaben. Immer wollen sie gegen dich schießen. Oh, jetzt hauen die mich hier gegen die Wand. Ey, mein Chef wird mich so ankacken. Weißt du, ich will einfach nur fahren. und der macht mir einfach kaputt. Und das Chefchen sagt dann so, ja, aber Franzl, das kannst du doch wohl machen. Nee, das geht nicht. Aber ich sag, naja, was kann ich denn dafür, dass du mir so eine Scheiße gibst, ne? Einfach so, was weiß ich, was da drin ist, Koks oder so. Der sagt, naja, damit musst du leben. Dann, wenn du für mich fährst, dann musst du damit leben. Und dann nach meinem zweiten Auftrag, weißt du, ist jetzt gerade der dritte. Und dann soll ich gleich schon so, oh, haben die gerade noch einmal umgefahren? Haben die Polizisten gerade noch einmal umgefahren? Wie findest du denn das? Das geht doch nicht. Aber man muss sagen, die machen irgendwie nichts, die Leute. Nichts machen die. Die fahren einfach bloß hinter mir her. Dann kann ich ja hier, oh, guck mal, ist das ein schicker Anhänger. Cornflakes sind da drin. Oh, wenn ich die fahren würde, dann wäre die Polizei bestimmt nicht hinter mir her. Aber so viel Glück hat man leider nicht. Wir fahren jetzt gerade irgendwie Koks oder Käse. Käse ist auch illegal, wisst ihr das? Oh, ich liebe Käse. Kann man schön reinbeißen in so ein Stück. Am besten mag ich es, wenn er rund ist. So runde Käse beißen. Und dann bleiben die Szene drin stecken, weißt du, die dritten. Da kann man eben nichts machen, ne? So, guck mal hier. Da sind wir schon da. Oh, na? Alles gut bei euch? Ja, hab ich bestanden, wa? Sagen Sie, hast du gemacht, Peter? Hast du gut gemacht, Peter? Die Bollen wollen jetzt auch nicht mehr von mir wissen. Die denken sich jetzt, ja, ne, jetzt wohl er nicht mehr drin. Sitzt jetzt ist egal, ne? So, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich hab hier ein Haus. In der Nähe, wisst ihr? In der Nähe ist immer ein Haus. Da hab ich mir aber so ein Ferienhaus gekauft, ne? Oh, ich weiß ja nicht. Irgendwie war das jetzt billig. Man muss bald bloß aufpassen, wenn man oben langläuft. Da kann man runterfallen, weil das alles so morsch ist. Und Ratten sind da drin. Ja, aber was weiß ich denn von Ratten? Die esse ich zum Frühstück. Die macht mir die Franziska, ne? Die macht mir die einfach mal. Und jetzt fragt ihr euch, wer ist denn Franziska? Ja, das ist meine Frau. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, die hieß doch gerade Margret. Ja, ich hab's weder von, wisst ihr? Der eine wohnt hier, da ist die Franziska. Und die Margret, ja, die ist zu Hause. Hier auf. Ah, guck dir das an. Da hat mein Sportwagen gewonnen im Lotto. Oh, ist das schön. Ja, mit dem Sportwagen, ne? Kann ich wieder zur Arbeit fahren. Muss man irgendwie aufpassen. Oh, ja. Wo sind wir denn überhaupt hergekommen? Das weiß ich gar schon ja nicht mehr. Doch, klar, wie sieht das? Wir sind wieder vom Strand gekommen. Da bin ich letztens auch lang gefahren, weißt du? Da wollte ich Sommerurlaub machen, hatte ich 2 Tage frei. Ja, bin ich am Strand gefahren. Jetzt schießen die auf uns, warum machen die denn so weit? Mensch, mit so einer Gewalt komme ich ja nicht klar, weißt du? Ich bin voll der friedliebende Kerl. Ich schlag meine Frau nur immer die Woche. Und das ist schon wenig, die hätte mehr verdient. Aber ich denke mir, nee, deine Hand, die könntest du doch schon mal brauchen. Also, man muss ja lenken mit der Hand. Deswegen darf ich mir die nicht kaputt machen, weißt du? Also kriegst du bloß immer die Woche Schläge. Und dann aber mit dem Gürtel. Das wird richtig klatscht. Die Alter hat das verdient, ey. Ich fahre ja auch wie ein Vollhorst. Denn der Chef hat gesagt, ey du, 5 Stunden bist du hier, sonst bist du gefeuert. Naja, muss ich halt hin, wa? Kann ich nicht machen. Der Chef will, dass wir kommen, dann müssen wir kommen. Ich brauche ja das Geld. Ich will mir noch einen zweiten Fußwanne kaufen, weißt du, für den zweiten Fuß. Denn wenn du lange fährst, dann sind die stinkig, dann sind die angeschwollen. Und dann passt bloß ein Fuß drin. Und dann steckst du deinen Fuß da rein in das frische Wasser. Auf einmal wird das grün und dann sind da überall Algen. Das geht ganz schnell. Oh, das Leben. So ist das. So, Chefchen, ich bin wieder da. Wo kann ich denn parken? Ich park hier bei den Müllcontainern, ne? Das mach ich. Das ist nett von dir. Boah, erstmal abstempeln, sagen, dass wir wieder da sind, wa? Oh, Trucking. Die Ware muss schnell geliefert werden. Whetstone, South San Andreas. Oh, wo haben wir das denn? Muss man erstmal wieder auf die Karte gucken. Hier, schöne Raschel, schöne Raschel. Wo könnte das sein? Oh, ich seht. Okay. Wie fahren wir da am besten? Oh. Was meint dann? Ist es hier so lang? Besser? Weißt du? Hier? Hier einfach hier den Umweg, ne? Oder nehmen wir hier den Weg über die Serpentinen? Das weiß ich nicht. Ich denke, die Serpentinen könnten uns ziemlich auffallen, weil das geht ja bergauf. Ich versuche einfach den Weg hier hinten lang zu nehmen. Wird schon der richtige sein. 12:15 Uhr steht da, heißt für uns nur ja, knapp 5 Stunden haben wir Zeit. 5 Stunden ist nicht viel, aber das wäre aber schon schaffen, ne? Ich weiß ja auch nicht, wie das ist, wenn die Zeit abgelaufen ist. Das hatte ich noch nie. Ich bin immer pünktlich gekommen. Nicht, dass denn sagt, ja, Zeit abgelaufen wird, jetzt kannst du aber normal kommen. Kannst du einfach gleich bis hier Feuer, dann musst du normal fahren, ne? Ich weiß ja gar nicht, wie das ist. Aber das werden wir wohl noch sehen. Hier übrigens steht übrigens richtig leckerer Monstertruck. Oh, den Monstertruck hätte ich auch hier angefahren da. Aber weißt du, mit dem Monstertruck kriegt man nicht so viel Lavinenführung weg, wie so mit so einem LKW. Dann versucht da mal einen Anhänger dran zu packen, dann muss ja auch einen Monstertruck-Anhänger machen. Den Monsteranhänger. Ja. Hier ist die Straße fliegt. Mensch, schön das Meer an der Seite. Und jetzt fängt er doch noch an zu bissen. Weißt du, das Bissen, das geht mir richtig auf den Sack. Denn mein Chef sagt so, ja, die Dinge müssen zwar fahren, aber sonst nicht. Deswegen ist hier mein wunderschöner Scheibenwischer einfach kaputt. Da sagt er nicht, ja, den repariere ich dir. Nee, der ist kaputt und musst du fahren. Einfach so und wenn es regnet, hast du halt Pech. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Weg. Schon Glück geht es runter, das geht schnell runter. Runter geht immer schneller als rauf, weißt du. Das ist auch bei meiner Frau. Immer wenn die Lust hat, mit mir Liebes zu machen, denn dauert das Stunden, bis die mich überredet hat, weil auf den alten Stellen aber keiner raufkriechen. Aber runter geht dann ganz schnell, na wisst ihr, dann ist man halt fertig und dann sieht man die alte Schabracke und denkt sich, oh, mit der hast du gerade gemacht, ey. Nee, ab runter, umdrehen und schlafen. Und hoffen, dass du das vergisst und nächsten Tag wieder aufwachst. Nee, die alte Margret. Ich sag doch immer, Mensch, du Heinz, jetzt mach mir mal Liebe, du. Aber ich sag, nee, ich will nicht, du alte Schabracke. Ja, Mensch. Ja, genau. Beschwer dich ruhig noch. Bin ich überhaupt auf der richtigen Seite? Ja, doch, ist richtig. Muss man ja ab und zu gucken, weißt du? Nicht, dass sie sagen, oh, jetzt hat sie aber verfahren, jetzt bist du am Arsch, wir haben nur noch 2 Stunden, ne? 2 Stunden, oder müssen wir hier so einen Berg hochfahren? Na, das finde ich auch Knoll. Was ist denn Knoll? Ich weiß nicht. Wisst ihr, was ich Oma versuchen könnte? Ob wir irgendwen anders über Funk erreichen? Hallo? Hier ist Tracker Heribert, ne? Ist da jemand? Ich wiederhole, Tracker Heribert ist hier. Ist da jemand? Na sag mal. Kann nicht sein, dass ich hier der einzige Tracker bin, der auf der Frequenz ist. Warte, ich stell mal um. Ja, Tracker Heribert. Schönen guten Tag, der bin ich. Hast du mich gerade gesehen, wie ich dich überholt hab? Ja, klar. Und? Was willst du jetzt? Ja, eigentlich nichts. Warum bist du unterhalten? Ach so? Ja, und warum? Na, weißt du, wenn ich die ganze Zeit so rede, habe ich schon gesagt, jede verfluchte Stimme. Und wenn jetzt das Wetter redet, naja, dann kann ich meine Stimme ein bisschen entspannen, ne? Dann muss ich nicht so oft husten. Oh ja, das ist ja, naja, klar. Das ist die Frage. Wenn ich huste, könnte ich das auch drin lassen, einfach weil das authentischer wirkt. Wenn ich dann sage so, ist das authentisch? Mensch, guck dir das an, 4 Tracker-Missionen absolviert. Boah. Soll ich hier in so einen Bulldozer steigen? Denke, das ist schon eine gute Idee. Da steht Dude drauf. Aber ich weiß ja nicht, was Dude heißen soll. So, guck dir das an. Da haben wir wieder ein Fahrrad. Die Margret sagt, Mensch Henry, du bist so fett. Kannst du dich mal abnehmen? Machen wir. Gib mal mein Fahrrad her. Das gleiche habe ich mir geholt, also muss das ja meist sein, ne? Mit dem Bulldozer kann man einfach stehen lassen. Alter, Leute. Die echt auf die Stimme. Ich denke, eine Mission werde ich noch machen und dann muss ich erstmal eine ganze große Pause machen. Also quasi einen Auftrag und dann ist ja mal Pause zwischendurch. Aber ihr werdet das trotzdem weiter sehen, ne? Also das kommt an einem Stück hier. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ihr könnt mal aufsplitten. Dabei wisst ihr nicht mal, was Splitten ist. Aber ich sag mal, zerteilen. Wie so ein schönes Hühnchen in der Küche, wie die Margret immer macht. Ja, Muskeln. Ich hab Muskeln, das wusste ich gar nicht. Da kriegt man richtig Muskelkater, wenn du mit Fahrrad fährst, ne? Und das regnet immer noch, aber das stört mich nicht, ne? Ich muss jetzt zur Arbeit kommen. Da muss man auch im Regen fahren. Oh, das geht so langsam. Oh, der Berg hoch. Oh, ich... Na, komm. Oh, boah, ich bleib einfach mal stehen. Boah, ist das anstrengend, Leute. Und weiter geht's. Oh, ja, komm, jetzt muss ich aber richtig strampeln, dass ich auch hochkomme hier. Boah, so viel Sport habe ich letztens erst... Alter, so viel Sport habe ich letztens erst im Bett gemacht, ne? Aber nicht mit der Margret, sondern mit dem Quellekatalog. Oh, die Mädels da drin, die sind so heiß. Kann man sich richtig vorstellen, diese Leckerbissen. Oh, die Püppchen. So, jetzt runter, dann lassen wir einfach rollen. Dann müssen wir uns nicht so anstrengen, wisst ihr? Oh, ist das schön. Ist das schön. Natürlich, guten Tag da. Der Motorradfahrer, bin schneller als du. Warum fährst du denn so langsam? Überleg mal, was machst du falsch? Habt ihr eigentlich schon meine pinke Haare gesehen? Ich dachte mir, jetzt wo du 65 bist, kannst du mal was Neues machen. Und ich wollte mich wieder ein bisschen jung fühlen und dann habe ich mir einfach die Haare pink gefärbt. Und weil das ja so eine Art Dokumentation ist, musste ich mir leider auch unkenntlich machen. Deswegen sage ich auch andere Namen, nicht dass du denkst, ich heiße wirklich Heribert oder Heinz oder Hannes oder so. Deswegen habe ich jetzt einen anderen Namen und halt eine tolle Maske. Wisst ja nicht, könnt mal gucken, ob man das sieht. Da, seht ihr meine Maske? Ich bin übrigens born to truck. Ich bin geboren, um Truck zu fahren. So ist es. Da ist der Polizeiauto vor mir. Ja, dich überhole ich auch noch. Kein Problem. Macht mal Platz, ich lasse mir rollen den Berg runter. Ja, so ist gut. Und jetzt sind wir wieder bergauf. Da muss man wieder ein bisschen rintreten in die Pedale. Oh, das geht schon wieder so langsam. Oh, muss ich wieder trampeln. Oh. Muss ich wieder trampeln. So, reicht auch wieder. Jetzt geht's wieder bergab, ne? Ja, so ist schick. So ist gut. Bergab ist mir mal lieber, ne? Kann sie nicht mehr einfach rollen lassen. Rollen. Und wisst ihr, wir sind gleich schon wieder bei der Arbeit da. Da hinten, seht ihr das? Das ist nicht unsere Arbeit, da ist der Monstertruck. Sollte einfach mal reinschleichen und den trauen. Nicht trauen, sondern klauen. Oh, hier ist Wasser. Kennt ihr übrigens schon den Suizidfotografen? Ah, kennt ihr den? Der müsste hier eigentlich irgendwo sein. Aber irgendwie... Wo ist denn der? Letzte Woche war der noch da. Da ist er. Guck, der Suizidfotograf. Der macht nämlich immer ein paar Bilder. Und denkt sich dann... Na, jetzt könnte ich ja ins Wasser rennen. Ne? Schön das Foto gemacht. Oh, ist ein schöner Ausblick, ne? Machst du noch ein Foto? Na komm, ein Foto geht doch. Guck mal, ich hab ohne Kamera. Soll ich ein Foto von ihm machen? Freut dich, ne? Da macht er noch ein Foto. Oh, das hat auch Klick gemacht. Siehst du? Und jetzt seht ihr, hier ins Wasser und denkt sich, ja, jetzt eine Runde schwimmen. Und dann ist er dort. Der Arme. Ich hätte ihn ja nur für Alten, aber ich wusste nicht, was er vorhat. So, da hinten. Seht ihr schon, da ist der Monstertruck. Das ist das Auto meiner Begierde. Oh ja. Das ist ein schönes Auto. Das schnappen wir uns jetzt einfach mal. Ist doch gerade keiner hier, ne? Boah, hört euch den Motor an, Leute. Hört euch den Motor an. Da kommt man überall rein. Oh, ist das eine schöne Karre. Ist das ein Leckerbissen. Mit dem würde ich gerne mal im Bett liegen. Der könnte mich bestimmt so richtig auf Touren bringen, so wie ihn gerade hier. So wie ich ihn gerade hier. So, meine Worte sind ganz merkwürdig. Oh, jetzt ist er gegen die Wand geditscht. Dafür kann ich aber auch nicht. Ich werde mal gucken, was der Chefchen hier für uns hat. Ich werde mal ein Foto machen von der Firma, ne? Für die Margret. Hier, das ist unsere Firma. Muss jeder mal angucken. Oh, Trucking. Extrem zerbrechliche Ware. Lieferadresse Easter Bay Airport, San Fierro. Ja, ne, das ist kein Ding. Da muss ich nicht mal auf die Karte gucken. Da bin ich ja fast zu Hause, weißt du? Die machen nämlich immer eine richtig schöne Flugshow. So, wo sie denn so Grundstücke machen, so auf das Dach fliegen. Also über Kopf fliegen, weißt du? Und da bin ich ganz oft. Da weiß ich, wo wir hin müssen. Und zerbrechlich, ja, da wisst ihr ja. Ich bin sowieso der beste Fahrer der Welt. Da wissen wir, das kommt einer an hier. Ne? Liebe Leute, lasst mir doch mal vorbei. Muss mal hupen. Oder ist das ein Moped? Na gut, dass das da nicht hingefahren ist gegen mich, ne? Och Leute, das ist schön hier im Trakt zu sitzen. Schade, dass ich keine Musik anmachen kann. So richtig schön Country hören würde ich ganz gerne. Oh, jetzt muss ich aber gucken. Wie komme ich denn da um die Kurve? Da muss ich gucken. Denke, da werde ich hier noch ein bisschen weiterfahren, ne? Ich musste natürlich durch den Tunnel. Ich werde hier einfach noch eine Runde drehen. Komm, dass wir da nicht runterfallen. Das wäre nicht so gut. Das wäre nicht gut. Dann fahren wir einfach von der anderen Seite in den Tunnel, seht ihr? Oh, so ist das schön. So muss man das machen hier. Oh, können wir gleich ein bisschen Gas geben. Seht ihr schon? Da raucht schon unser Wagen, der raucht schon. Deswegen ist es zerbrechlich. Da darf man nicht so viel kaputt machen. So, schön bremsen um die Kurve hier. Ja, immer weg, du Polizei. Hier muss der Trakt zuerst lang. Ist wichtig. Ja, schön. Hier durch den Tunnel. Das ist übrigens mein Lieblingstunnel. Da hätte ich mal fast einen Unfall gehabt mit einem Hühnchen. Das ist ja einfach rumgelaufen. Ja, ich weiß ja nicht, was das wollte von mir. Warum hält er je schon die Wand, ey? Der weiß ja wohl nicht, was er hier tut. Oh, schöne Geräusch von Motor. Kommen wir da vorbei? Oh, guck mal, oh, ist freie Fahrt, da kommen wir gerne vorbei. Da ist doch eine rote Ampel, ne? Aber da muss ich leider lang. Ich muss da schnell wieder zur Firma, wisst ihr? Oh ja, so ist das gut. Guck dir das an, da müssen wir das hinliefern. Kriegen wir das hin? Da kriegen wir doch bestimmt hin. Ja, hier einfach bremsen. 5 Trucker-Missionen absolviert, fehlen noch 3. Das ist schön. Na gut, Leute, dann machen wir jetzt kurze Pause und jetzt sehen wir uns gleich wieder, wenn ich auf der Arbeit bin, ne? Dankeschön.